Servus Alibander und wir sind wieder in Crusader Kings 2 und ja, im Augenblick läuft noch der Krieg. Jetzt erst, was ich jetzt machen wir jetzt meine Armee hier etwa teilen, inklusive der Flotte, aus dem ganz einfachen Grund. Ich hatte eigentlich gehofft, das würde etwas schneller gehen, dieser Krieg, nachdem er jetzt noch etwas länger dauert, ist es nur sinnvoll, die Armee zu teilen, um eben weitere Zermürbungen, wir haben ja schon eine ganze Menge eingesteckt, zu entgehen. Zermürbung ist tödlich. Äußerst tödlich. So. So viel dazu. Fatimid-Sultanat. Nicht viel davon, aber ein paar. Die wird schwanger von vorne bis hinten. Das war jetzt eine komische Formulierung. Die ganze Zeit wäre eine bessere gewesen. Oh. Er macht bei der Independence Faction mit. Warum? Du liebst mich abgöttisch. Ich habe dir alles gegeben, was du jemals hattest. Ja, der macht natürlich gleich mal einen Haufen aus. Töt mir eben den Anführer. Schon lange niemand mehr getötet. Ah, sehr schön, eine Armee. Oh, er ist der New Leader. Ja, er ist halt alleine wahrscheinlich der Großteil der Macht da. Von daher ist es eh nicht so interessant, wenn ich hier jetzt andere raustöte. Na komm, wo willst du denn hin? Ah, er ist wieder ausgestiegen, sehr schön. Braver König. Nehmen wir jetzt noch mal einen Haufen Zermürbung auf uns. Hoffe, dass ich ihn da kriege, dann sollte das Ganze nämlich erledigt sein. Du kannst nicht davonlaufen. Genau, weil du musst über die große, über das große Ödland laufen. Das geht nicht so schnell. Puh, das ist mal eine kleine Fraktion. Okay, 1%. Ah, okay, da sind wir schon. Erstmal 10.000 verloren beim Marsch über die Negev-Wüste. Das war also schlimmer als der Heimmarsch Alexander des Großen. Oder Napoleons. Okay, damit wäre das auch mal wieder überstanden. Und wir haben einen neuen, schöne Provinz hier erobert. Fehlen noch 2 für das gesamte Dings. Und ansonsten können wir eigentlich auch den Papst angreifen, weil es müsste jetzt eigentlich wieder möglich sein. So kann man sich täuschen, aber immerhin fast. Today, ich habe ein paar Bauern besucht, habe sie darüber gefragt, wie sie ihre Länder bestellen. Und er weiß nicht, wie er seine
Pflanzen düngen soll. Ja, Urin ist Schwachsinn. Fieses auf jeden Fall. Ganz Italien stirbt aus. Wir haben Gefangene. Schön, 70 Gold. Nochmal 70 Gold, immer fein. Gebt mir all euer Geld. Ich bin mir gar nicht sicher, was der Konverter macht in Bezug auf Provinzverbesserungen. Fällt mir gerade so auf. Oh, die Independence-Fraktion wird schon wieder gefährlich. Ja, weil dann jetzt auch inzwischen auch Leute mitmachen, die mich eigentlich sehr, sehr lieb haben. Zum Beispiel katholische Erzbischof. Ah, der ist sogar orthodox. So eine Sauerei. So wenig Teilnehmer. Oh, 98. Ich kann niemanden kaufen. Will ich irgendwas loswerden? Ich bin nicht mal mehr Klattenass. Sehr, sehr schön. Hoffentlich wirst du sehr, sehr alt. Okay, dann können wir jetzt, wie gesagt, wieder Krieg gegen den Papst führen. Hinten haben die sich die versteckt. Exzellent. Noch mehr Orthodoxe. Wie geht's uns eigentlich religiös? Naja, schön, schön. So, und aus Prinzip an der Freude schicken wir jetzt dich zum Konvertieren von Rom. Und du kannst hier noch Claims fabrizieren, auch wenn ich jetzt bald über die Jure Claims machen kann. Ich habe schon wieder einen neuen Herrscher gekriegt. Oh! Das schreit natürlich fast schon, aber jetzt will ich zuerst Rom, weil da kann ich danach den Titel beanspruchen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil, dass da was vorwärts geht. Im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass das Spiel noch allzu lange dauert, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht in diesem, zumindest nicht in Crusader Kings 2. Das ist ja auch ganz in Ordnung. Das sollte ja auch irgendwann mal in Eurosalis 4 übernommen werden. Wahrscheinlich wird es jetzt doch nicht funktionieren. Ich habe es zwar ausprobiert, aber gut. Dinge schief laufen können immer. Das weiß man ja. Da ist Roma schon orthodox geworden. Sehr schön. Sollte doch eigentlich auch nochmal ein Event aufpoppen. Ich meine, Rom ist orthodox. Ist das nichts Besonderes? Okay. Die Clairvaux. Ah. Weil er jetzt eine Häresie ist. Jetzt können wir das Ganze richtig machen. Damit es sich auch lohnt. Sehr, sehr fein. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Das beschleunigt das Ganze natürlich ungemein. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen, dass er nicht wieder das tut, genau. Verdammt. Ja, das habe ich jetzt verdient. Moment mal. Huh. Bei
die 10.000 Armee, die hat er letztes Mal ja auch schon geholt. Aber große Armeen bedeutet große Siege. In welcher Provinz stehst du denn gerade? Offenbar warst du in der da. Wo gehst du hin? In Larino. 5. Oktober, 7. Oktober. Notfalls musst du ihnen da helfen. Egal, wir kriegen dich schon. Zack, 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 zack. Radadadam. So und nicht anders. Ja, Schwachsinn. Okay. Ja, das habe ich jetzt wahrscheinlich in mehreren Provinzen hier. Weil das jetzt eine Religious Reconquest war, da auch das die Katholizismus nicht mehr als eine Häresie ist. Und der ist sogar vorher schon orthodox geworden. Ist auch traurig irgendwie. Den usurpen wir hier natürlich. Und ich glaube, wir behalten ihn auch einfach, obwohl wir haben ja auch nur zwei Titel. Patriarch von Rom. Weißt du was, du kriegst Rom. Spaß in der Freude. Okay. Das wäre ein weiterer Schritt gen Rom. Venedig und Tunis. Venedig, das man nicht erobern kann. Ja, nein, es geht nicht. Ich kann nicht Venedig selbst erobern, obwohl ich es jetzt... Alles geht. Nur das nicht. Das ist doch auch irgendwo falsch. Und Aquileia geht auch nicht. Achso, weil die noch nicht orthodox sind. Konvertieren! Ja, wenn die natürlich orthodox werden würden, dann wäre es natürlich super. Dann könnte ich eine Religious Reconquest machen. Dann könnte ich Venedig sogar erobern. Wie cool wäre das denn? Oh ja, Great Fees, darauf warten wir natürlich. Ich hätte ganz gerne mal Legalism, falls ich doch nochmal erben muss. Kann ja passieren. Natürlich, alles für mein Feast. Nein! Himmel, hilf! Schau mal, ob jemand Nein sagt. I trust my wife more than my gut. Da bin ich content. Ich kriege vielleicht Content. Ich brauche Content nicht. Content ist gar nicht so positiv. Sieht eigentlich mit Retinues aus. Könnten ein paar bauen. Mehr Kataphrakten! Dann verschiffen wir sie, solange sie noch klein sind und bevor sie zu groß werden für unsere Schiffe. Und keiner hat abgelehnt. Ist das nicht mal cool? Ja, Attacke auf den Handelsknotenpunkt, auf den Handelsposten. Alles gegen die bösen Händler, denn sie halten Venedig, einer von ihnen. Sind wir nicht sogar schon chast? Wir sind schon chast. Aber der Rest ist noch schlimmer. Oh, das sind mal Duelle. Und alle lieben uns. Sehr schön. Ja, die Independence-Fraktion. Oh, die Independence-Fraktion schrumpft zusammen.
Stell dir mal vor, die Independence-Fraktion wäre mal eine Zeit lang nicht da. Ich war echt ketzerischer Gedanke. Ja, komm, Venedig. Ich glaube an dich. Ketzer. Vielleicht erobere ich mir Istrien einfach nur, um ihn mal zu ärgern. Kann ich dich eigentlich töten? Genau, weil das Plotz, weil ich gerade noch jemand anders töte. Weil ich gleich mal 100% draufgekriegt habe, einfach durch mein Vieh, soll mich jetzt alle lieb haben. Ist doch auch schön. Da fällt mir ein, ich weiß eigentlich noch gar nicht so genau, wo ich eigentlich mein Reich dann haben soll für meinen Rom. Ich könnte sagen, ich behalte nur Süditalien und gebe den Rest, aber dann baue ich Rom nur auf. Das ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Ungarn habe ich jetzt auch nicht erobert, gell? Na egal. Jetzt haben wir da eigentlich wieder 14 V-Claims. Lauenburg. Interessant. Rum. Nichts Interessantes. Oberlothringen. Oh ja, Rheinfranken mittendrin. Sehr viel aufs Reich. Nichts wirklich Interessantes. Ach ja, und das Papsttum ist noch in Pisa. Ah ne, es ist Pisa, nicht das Papsttum. Der Papacy. Ah, da oben läuft der jetzt rum. Deceitful. So, was kriegt ihr so pro Monat? 42. Dann sind wir eh wahrscheinlich bald fertig. Oh ja, mein Quicksohn, der aber ist faul. Der braucht jetzt die bestmöglichste Erziehung überhaupt. Der wäre halbwegs verteilt und wäre hellenisch. Hoffentlich. Andererseits, warte mal kurz, in der Region, den erziehe ich jetzt selbst. Andererseits, meine Statline ist nicht so genial. Naja, ist die Frage, ob er überhaupt mal eine Chance hat zu regieren. Soll er erstmal volljährig werden? Dann können wir mal schauen, ob wir den irgendwie loswerden. Shy und slow. Ja gut, das war eh schon lange nicht mehr nötig. Okay, strong claim. Achso, ja. Egal. Könnte ich sogar machen, weil ich ja einen strong claim habe. Was ist der andere strong claim nochmal? Korchev, genau. Ansonsten führen wir wieder an die Jurekrieg, wir zwei. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, gell? Und ja, damit sind wir hier auch schon wieder am Ende und sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann, viel Freude. Servus.